So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2, das letzte Video vor Update 2, ab dem nächsten Part. Sollte es dann Update 2 geben, wo ein paar neue Dinge dazu kommen werden. Wo ich mich auf ein paar Sachen freue ich mich wirklich. Also da kam, es hat ganz cool geklungen. Vielleicht habt ihr euch mittlerweile auch Trailer mal angeschaut und euch selber ein Bild gemacht, was so alles dazu kommt. Ich habe ja schon im letzten Part was gesagt, ich sage jetzt auch nichts mehr für Leute, die sich nicht spoilern wollen, lassen wollen. Und machen wir es schwierig oder machen wir es sehr schwierig? Wir sind gerade am Anfang, machen wir es schwierig und gucken, ob wir mehr als 8 schaffen. Jetzt ist die Frage, Skip oder nicht Skip, Skip oder nicht Skip. Nein, ich will den Rekord brechen. Also Skip. Wenn ein Level dumm aussieht, werde ich mich durch die Gegend skippen. Wie sonst was. Sagen wir machen es so. Ich darf nicht skippen, bevor ich nicht zumindest ein Leben verloren habe. Ja, also wenn ein Level komisch aussieht am Anfang, darf ich nicht sofort skippen. Aber wenn ich ein Leben verloren habe und sage, okay, ich lasse das Level lieber sein. Ah, genau, da kann ich doch bestimmt einen Schlüssel oder sowas mir holen. Kein Schlüssel. Was ist da oben? Nix. Okay. Dann müssen wir wohl in die Mansch... Oh Gott. In die Mancha-Mine. Die dann wohl hier ist. Checkpoint, wo ich nicht rankomme. Warum ist das da? Das Level zu beenden, würde es sich lohnen. Oh boy. Was macht der? Wohin geht der? Nach nirgends geht der. Oh boy. Okay. Na gut, wir haben eh schon die 3 Leben. Dann kann ich Münzen jetzt auch Münzen sein lassen. Ach, da oben ist der Schlüssel drin. Verstanden. Nein! Noch ein Leben. Dann sind wir auf Gleichstand, sobald wir das Level verlassen. Ansonsten machen wir Verlust. Ansonsten machen wir gleich Verlust im ersten Level. Was nicht so... Der ist abgehauen. Okay, ja, ich... Oha. Oh, jetzt bin ich zu... Vorhin ging das, aber jetzt bin ich zu... Ich weiß es nicht. Eins probieren wir noch, dann skippen wir. Ich will... Eigentlich will ich nicht skippen. Eigentlich will ich hier nicht skippen. Das Level ist bestimmt spielbar. Also ich würde das jetzt vor allem gerne weiterspielen. Wenn es... Vor allem, wenn es jetzt keine Challenge wäre. Dann würde ich ja eigentlich schon gerne sehen, was noch so alles auf mich zukommt. Weil das Level ist cool. Mist. Okay, also nicht zu weit. So. Das hat ja vorhin auch funktioniert. Ich weiß nicht, warum ich dann plötzlich gestruggelt habe. So, das war jetzt der Sprung, den wir noch nicht geschafft haben. Oh. Wait, wie mache ich? Wie komme ich denn dann bis da hoch? Geht das mit einem einfachen Drehsprung? Geht das mit einem einfachen Drehsprung dann einfach da hoch? Kann ich mir ja fast nicht vorstellen.
Nein! Was sind das für Tode, die wir nicht hatten vorher? Was sind das für Tode, die wir noch nicht hatten vorher? Mist. So. So. Jetzt sollten wir zumindest mal wieder auf dem Swamp landen. Okay. Aber wie komme ich denn... Reicht das? Das reicht. Ach, der geht da rüber. Und sagt dann... Ciao. Okay, verstanden. So, was kommt jetzt noch so alles? Wahrscheinlich ein Bossfight, wenn der das so angezeigt wird. Nee. Das war's. Nice. Ja gut, 3 Leben kriegt man drauf, also sind wir jetzt bei 11 Leben und haben ein Level geschafft. Ja, naja. Das hätte besser laufen können, aber das war ein echt cooles Level. Und wir waren recht nah am Weltrekord. Okay. Könnte man sich sogar holen. Der wäre aktuell holbar. So. Lava Cruise Castle. Steigt die? Achso, nein, die... Ah. Aber ich habe da was gesehen. Genau. Was? Oh, der stirbt nicht. Oh, ich kann da nicht rein? Was ist das denn? Jetzt kommt er zurück. Ich kann da auch nicht. Hä? Oh, ich müsste hier mit dem. Das Level skippen wir. Oder? Ich bin hin und her gerissen. Wie lange dauert das Level? Hat 3,23 der Weltrekord. Ein Versuch noch und dann gucken wir mal, was hier so... Aber hier kann ich... Hier muss ich das auch liegen lassen. Ah. Oh, den hatten wir vorhin auch nicht. Mist. Ich glaube, ich habe vorhin alles falsch gemacht. Wahrscheinlich kommt hier aus der... Ah, jetzt ist der Dings offen. Aber genau, dann kommt der da raus. Jetzt ist der Dings offen. Wir haben den Schlüssel, aber wenn der Schlüssel nur darüber führen sollte... wäre das ja kompletter Quatsch. Aber ich muss es ausprobieren, wohin der Schlüssel führt. Okay, er führt nicht dahin. Yeah.
Ah, nein. Ich krieg den nicht ausgelöst. Ich muss darüber kommen. Mit meinem... Da liegt's rum. Ah, ich krieg ein neues. Okay, aber wie komme ich darüber? Wie komme ich mit dem Ding darüber? Das wollte ich nicht. Ach so. Oh, ich hab's! Jetzt muss ich nur noch den Sprung hinkriegen. Dann kommen wir keine Ahnung wohin. Ach du Scheiße. Ja, toll. Das war nicht ganz, was ich wollte. Also muss ich hier unten entlang. Und das war alles gerade nur für Leben. Also Leben ist cool, keine Frage. Aber gerade kann ich mir was Besseres vorstellen, als Leben zu haben. Zum Beispiel Checkpoint. Okay. 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 Let's go. Okay. Nein! Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ja. Okay, wir bleiben mal hier. Wir bleiben mal hier. Das fühlt sich nicht so schlecht an. Der unsichtbare Block war ein bisschen blöd, damit habe ich nicht gerechnet. Was da oben noch alles abgeht, sieht auch nicht so cool aus. Das sieht überhaupt nicht cool aus. Ach du Schande. Jetzt muss ich aber den loslassen. Und woanders hin geht's nicht, okay. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Bringt mir das irgendwas, hier hochzugehen? Nein. Cool. Da war ein Springboard. Ah, oh, shit. Vielleicht ist da irgendwo ein Schlüssel drin. Also jetzt kommt auf jeden Fall noch der Bowser-Fight. Aber ich möchte erstmal gucken. Nee, da oben ist nichts. Jetzt kommt der Bowser-Fight, ne? Ja. Ja, chill. Nice. Genau wie geplant. Aber wir haben immer noch keine roten Münzen. Ah. Ah. Kommen jetzt hier einfach alle auf einmal? Ja. Ja, jetzt kommen einfach alle roten Münzen. Wir haben alle roten Münzen. Und da ist das Ziel. Was kommt denn jetzt noch? Das sieht aus, als ob noch irgendwas kommt. Aber nichts, was mich irgendwie interessieren würde. Du kannst mich mal. Nein, mach dich weg. Ich will mit dir nicht spielen. Machen wir den erstmal weg. So.
Und dann drücken wir hier den P-Switch. Und jetzt müssen wir nur noch runter. Oh, wir haben ein Level. Wir haben ein Level und wir gehen mit 3 Leben raus. Yes! 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 Nice! 12 Leben. Eieieiei. Cool. Cool. Okay. So kann es weitergehen. Oh je. Ein nicht erkennbares Level. Okay. Es ist der Part der Shells heute. Das sieht nicht gesund aus. Was soll ich tun? Soll ich da hoch? Soll ich da drüber? Ah, ich krieg ein neues. Okay. Ach so, ja, das würde funktionieren. Okay, ja, das funktioniert. Ist das eine Reset-Tür? So funktioniert das auf jeden Fall. Hier war nichts, ne? Oh! Oh! Das ist meine Ausrüstung. YOLO! Oh mein Gott! War das richtig? Ich kann nur durch die Tür, sonst ist was anderes kann ich nicht tun. Ich kann nur durch die Tür, aber das ist doch... Ah, das ist nicht die, aus der ich gekommen bin. Ich dachte, das ist die, aus der ich gekommen bin. Das war Quatsch. Aber wenn ich jetzt... Oh Gott. Achso, und ich habe ja einen Wandsprung. Oh nein, ich muss aufpassen, dass ich mir nicht hier zu viel kaputt mache. Sonst komme ich da nicht mehr hoch gleich. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen ungünstig, was ich da am Kopf habe. Wenn ich mir nämlich die Plattformen jetzt irgendwie kaputt machen sollte... Dann tschüss. Oh Gott. Die da drüben brauche ich auf jeden Fall noch. Die darf ich nicht kaputt machen. Okay, so. Da ist noch eine. Das kann ich alles kaputt machen, das ist okay. Nur die da direkt drüber darf ich nicht kaputt machen. Okay. Nicht die kaputt machen, nur dran. Nur dran springen. So ist gut. So ist gut. So ist es gut. Sehr schön. Nein! Geh weg! Scheiß Ring, Alter. Ich war gerade unschlüssig, da kommt was raus. Okay, aber was ich nehmen kann. Sehr schön. Ah, ich brauche das sogar. Okay. Dann also vorsichtig hoch. Hopp und hopp. Okay, jetzt muss ich ihn abgeben. Oh, da kommt doch jetzt bestimmt eine Ranke raus. Und ich habe das Problem, dass ich jetzt kaputt mache mit meinem tollen Hut. Den ich auch nicht absetzen kann, ne? Ja, das war's. So, jetzt... Jetzt habe ich halt nur noch eine von 2, die ich haben hätte können. Ah, ist okay. Wir kriegen das auch mit einer Ranke hin. Die zerquetscht die. Wenn ich Pech habe, zerquetschen die mich. What? Was soll ich da tun? Soll ich da oben rumspin-jump wie ein Blöder?
What? Jetzt wird's krank. Ich muss da oben rumspin-jumpen wie ein Ver... Moment, ich muss... Nein! In den Dingern ist bestimmt wieder eine Ranke drin. In den Blöcken. Ah, wir starten hier. Scheiße. In den Blöcken ist bestimmt eine Ranke drin. Ich bin blöd, dass ich das jetzt nicht ausprobiert habe. Ah, dass ich das jetzt nicht ausprobiert habe, war richtig dumm von mir. Nein, ein Yoshi ist hier drin. Und da ist meine Ranke. Ja, aber jetzt wird's ja wieder... Ja, Yoshi nützt mir hier nichts. Da ist eine Tür. Da ist eine... Okay, ich bin groß, das heißt, ich kann hier rein. So, jeder Weg hätte hier runtergeführt, egal welchen. Und wenn man groß ist... Holy sh... Okay. Ich wollte noch sagen, aber wir gehen nicht mit Leben hier raus. Und dann das. Und dann passiert einfach das. Wir kriegen einfach 3 Leben hinterhergeschmissen. Okay. Das hatte interessante an... Also das war nicht schlecht, das Level. Das hatte interessante... ne? Abschnitte. Fand ich jetzt. So. Erreiche das Ziel auf Yoshi. Okay. Puzzle 4. Okay, das sind... Ist wahrscheinlich so ein Puzzle, was ich nur einmal machen kann. Und wenn ich es versaut habe... Ach du Schande. Ist vorbei. Also ich kann... Ja, hier hoch wäre Quatsch. Da bin ich locked. Darüber kann ich auch nicht. Ich kann aktuell erstmal nur... Hier hoch. Dann muss ich mal gucken, was hier drin ist. Ein P-Switch. Was war das denn? Wie viele Bomben waren denn da? Ach so, der schießt die da raus. Der stellt jetzt den P-Switch um. Den On-Off. Dann kann ich mir jetzt den da holen. Wodurch ich an Yoshi rankomme. Komme ich nicht. Aber ich habe schon mal das Ding weggemacht. So, das führt mich hier runter. Das führt mich... Das ist jetzt nicht so gut. Weil jetzt bin ich softlocked. Also wenn man sich softlocken kann. Und ich sehe gerade nicht, wie ich da rauskomme, ohne zu neustarten. Dann skippe ich. Das sehe ich nicht ein. Dann skippe ich. Ein Puzzle, wo man sich softlocken kann, das sehe ich. Das ist ein bisschen doof. Eine Möglichkeit zu sterben wäre besser gewesen dann. Aber na. So war das ein bisschen blöd. Okay. Okay, 2 rote Münzen, eine haben wir schon. Okay, ich muss an den Dings rankommen. Holy moly, das ist so ein Aushaltding, ne? Irgendwann löst es dann da oben den
off aus. Ah, Mist. Aber wann... Oder muss ich da selber... Ich muss da selber hoch. Ich muss da selber hoch. Kann das sein? Ich muss da selber hoch. Muss ich hier aushalten oder muss ich da hoch? Nee, ich kann nichts machen. Ich muss aushalten. Okay. Aber so viele sind es ja gar nicht, die... Scheiße. Die mir hier gefährlich werden könnten. Spielen wir das oder lassen wir das? Es ist auch wieder ein Level, was ich ausprobieren möchte. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Es ist auch wieder ein Level, was ich ausprobieren möchte. Ich muss ja nur so ein bisschen auf die Roten achten. Normalerweise bin ich hier die meiste Zeit safe. Bis auf ein paar Mal. Und wenn ich da rechtzeitig vorher zum Sprung ansetze, dann ist das alles in Ordnung. Nice. So, jetzt kann ich hier durch. Ich muss sterben. Deswegen heißt es a rewarding death. Oder was? Jetzt ist nämlich der Ding hier anders. Okay. Ah, das ist natürlich gemein, dass man sterben muss. Weil man kriegt zwar das Leben, aber für die Challenge nützt mir das nur was, wenn ich es jetzt auch schaffe nachher. Aber das ist kritisch. Wie setze ich denn den jetzt? Jetzt. Nee, jetzt war der nicht. Oh nein, jetzt war der nicht richtig. Ich muss nochmal sterben. Ich muss nochmal sterben, ne? So, der passt ja noch. Aber der da oben passt nicht. Da! Als will ich auch weiterspielen. Ist mir egal, ob wir das schaffen oder nicht. Bin nicht gemacht für solche Challenges. Ich will die Level dann spielen. Okay, das passt jetzt. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit rüber gerutscht. Ah, es ist kritisch. Das ist kritisch. Ich bin ein bisschen zu weit rüber gerutscht, ne? Ne, es geht. Okay. So, jetzt kann ich hier warten. Und wenn er gerade weg ist, dann habe ich ein bisschen Zeit, da hochzuspringen. So. Dann kann ich hier hin und kann in Ruhe hier hoch. Und kann in Ruhe... Oh nein, ich muss das nochmal machen. Oh nein. Und jetzt hat es den oben auch noch ausgelöst, oder was? Krieg ich den oben wieder weggemacht? Kann ich den oben wieder ausschalten? So. Jetzt macht er es nicht mehr. Jetzt zieht es nur noch den hier unten. Ja, jetzt ist der oben wieder raus. Okay, aber jetzt... Ah, oh, das ist ja timing-technisch jetzt totaler Müll, ne? Ja. Krieg ich die neu getimed? Ich glaube, ich kann die neu timen. Ja. Das ist jetzt nämlich gar nicht so schlecht, das Timing gewesen. Perfekt. Jetzt komme ich in Ruhe wieder hoch. Und jetzt muss ich nur in die Tür. Okay. Oh, Bossfight oder was? Kriege ich ein Power-Up? Das ist nicht das Power-Up, was ich gesucht habe. Erschrocken bin ich wie Sau.
bitte kein Boss. Oh. Merci. Buku. Eieieiei. Das ist ja nochmal richtig intens hier in dem letzten Part vor Update 2. SMW Encore 5-3. Okay, das spielen wir auf jeden Fall. Das sieht... Oh Gott, der Tod tut mir leid. Oh Gott, war der doof. Das ist wahrscheinlich von irgendeinem... Ne, die haben versucht, so eine Welt zu bauen und das ist dabei rausgekommen. Also, nicht, dass es dabei rausgekommen, sondern das ist einfach 5-3 von... SMW Encore. Soll also wohl wirklich ein ganz normales Level. Oh Gott. Level sein. Aber es haut einen ordentlich um. Aber das will ich spielen. Das will ich auf jeden Fall spielen. Gut, eher will ich es auch noch schaffen. Nein, mein Pilz ist weg. Oh, ist das frech. Okay, ich brauche eine neue Shell. Ich kriege keine Shell mehr. Doch, den, genau den habe ich genommen zum Werfen. Dann kommt der auch wieder. Komm her. No. Puh. Gut. Nein! Oh, ich wollte ihn weghaben. Oh nein! Jetzt kurft die da rum. Weg damit. Okay, einfach schnell rein. Und weg mit ihm. Sehr schön. Okay, jetzt wäre ein Checkpoint ganz cool. Warum kann ich da runter? Das gefällt mir nicht. Das sieht wie eine Falle aus. What the heck? Nope. Nope. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war ja super einfach. Das war ja super einfach. Schönes, schönes Level. SMW Encore. Let's go. Let's go. Deadly Coin Collection. Das klingt ja freundlich. Aber ohne Challenge. Also es ist kein so... Sammle so und so viele Münzen, hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Es sind nicht mal rote Münzen da. Warum sollte ich dann überhaupt Coins collecten, wenn sie deadly sind? Oh, der gefällt mir nicht. Kann der mal weg? Danke. Oh. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich kill den damit, aber tue ich gar nicht. Ne, das... Das ist wahrscheinlich die Deadly Coin Collection. Wenn man die sammelt, ist man tot. Okay. Vielleicht wäre da auch ein Pilz drin gewesen. Man weiß es nicht. Ich traue dem nicht. Ich traue den Coins nicht bei dir. Bei der Anzeige von dem Levelnamen. Traue ich den Coins nicht über den Weg. Warum kann ich hier so... Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn gerade. Was ist da unten? Ich hab's nicht gesehen. Das war ja fast schon gemein. Okay, die Coins da drüben können mich mal. Die auch. Kommt da irgendwas raus? Da kommt ein Buu. Lass mich in Ruhe.
Okay, da kann ich einfach drüber. Achso, die Coins. Es ist wahrscheinlich deswegen die Deadly Coin Collection, weil es gefährlich ist, an die Coins ranzukommen, die hier im Level sind. Wenn man die Coins also einfach außer Acht lässt, sollte das Level gar nicht so schlimm sein. Yes! Yes! Let's go! Oh mein Gott! 10 Leben? Und eigentlich machen wir gerade No-Skip, ne? Es ist, geht schon in Richtung No-Skip. Ich würde zwar skippen, also einmal habe ich geskippt. Und zwar, als ich mich gesoftlocked habe. Aber an sich ist es so ein bisschen No-Skip. 10 Leben, Stage 6, 7. Da kommt irgendwas, ja. Oh nein. Okay, ich nehme. Ich hasse solche Tode. Gerade in so Challenges sind die halt komplett dumm. Wenn ich nicht springen kann. Wenn ich einfach zu blöd zum Springen bin. Was soll das denn? Wait. Wait, wieso? Was? Ach so, das muss oft. Bin ja komplett. Ich bin ja komplett lost. Oh boy, was? Ach so, hä? Okay, ich leg den erstmal hier ab. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber gut, dann haben wir halt den Dings nicht mehr. Okay, hier kann ich rein. Und krieg eine Feder. Da ist eine Ranke. Aber hier sind überall Blöcke, ja? Wow, 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 da nicht mehr. So, ich leg den erstmal hier ab. Ich kann ihn ja nicht mitnehmen. Habe ich schon einen? Wofür will... was nehme ich jetzt lieber mit? Ich nehme lieber den Pau mit. Und wohin gehe ich damit? Gehe ich hier runter? Oh, was? Da war so viel anderes Zeug. Ich hab da... was, okay. Da waren so viele andere Wege. Ey, wir brechen gleich unseren Rekord, ne? 9 Leben noch. Aber es kann natürlich mit jedem Level Leben recht schnell zu Ende sein. Vor allem, wenn man dann so komische Tods wie gerade eben macht. Oh nein, da ist ein Auto. Das wollte ich gar nicht angreifen. Das brauche ich bestimmt. Warte kurz, wir gucken erstmal den Baum. Aha! Die typische Katzenglocke im Baum. Da ist sie auch schon weg. Okay, wir nehmen uns ein neues Auto. Okay, soll ich? Wo soll ich jetzt hin? In die Röhre? Dann gehen wir in die Röhre, ne? Okay. Gehen wir halt mal in die Röhre. Och Gott, ach Gott. Da ist hier wieder die Katzenglocke. Ha. Warum sind da Millionen Pilze drin? Ich will da... Oh Gott, lass mich in Ruhe. YOLO! YOLO!
Ah, was zur Hölle? Mit dem nächsten Level haben wir einen neuen Rekord. Mit dem nächsten Level haben... Warum like ich das denn? Das war kompletter Quatsch, das Level. Ah, oh, warum like ich das denn? Das wollte ich jetzt gar nicht. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Die anderen wollte ich wirklich liken, die anderen fand ich gut. Aber das gerade war eigentlich Quatsch. Ich hab's trotzdem geliked, weil ich doof bin. Oh Gott, wir sind schon wieder im Luftschiff. Oh boy. Oh, der Anfang ist nicht nett. Kommen die sofort raus? Die kommen sofort raus. Ich müsste es irgendwie so machen. Kann ich da hin? Können die mich hier treffen? Nein. Wenn die jetzt direkt geht, dann gehe ich da durch. Okay. Ich glaube, den blöden Anfang haben wir damit vorbei. So, ich will trotzdem kurz erkunden, was hier so vielleicht ist. Oh, man könnte da drüber, aber da nicht mehr. Okay. Okay. Ah, das ist die andere Seite. Verstanden. So, tschüss mit euch. Ich würde gerne die Shell mitnehmen. Kann nie schaden, eine Shell dabei zu haben. Oh Junge, was für ein Sprung. Jetzt will ich sie dann doch nicht dabei haben, sonst kill ich die mir nachher noch. Das wäre blöd. Okay, hier geht's weiter. Aber unten geht's auch weiter. Ich könnte auch wieder nach oben, wenn ich feststelle, hier unten ist doch Kacke. Hier geht es praktisch dann doch nicht weiter. Man konnte nur kurz gucken. Also gehen wir auf jeden Fall in die Tür. Okay. Hammer. Da unten ist das Ziel. Wir sind im Zielraum. Okay, da muss ich mit einem Block rein. Und dann gibt es Millionen Leben. Toll. Aber ich muss mit einem Block rein, anders geht's nicht. Ich brauche irgendwo einen Block her. Aber ich gehe mal davon aus, der ist in einem anderen Raum. So, einmal langsam hier rein. Ich weiß nicht, ob ich das Auto brauche, deswegen versuchen wir es mal zu behalten. Oh ja, wir brauchen das Auto, aber sowas von. Oh boy. Oh boy. Oh boy, raus da. Wenn ich jetzt nochmal das Auto brauche, habe ich ein Problem und ich habe auch ein ganz anderes Problem. Ist das die Box oder eine andere? Okay, ich kann mit dem Auto nicht weiter. Ich habe kein Auto mehr. Oh no. Wir hatten keinen Checkpoint, ne?
Dann mache ich von meiner Regel Gebrauch. Ich bin einmal gestorben. Ich darf skippen. Ja, ich sehe schon, es wird doch nochmal schwierig, das neunte zu bekommen. Ne? Jetzt haben wir 8 geschafft wieder. Und jetzt kommen nur Mistlevel. Mount Frostbite. Das sieht so aus, als ob wir gleich ein Power-Up bekommen könnten am Anfang. Wenn ich es nicht versaue. Das ist nicht das Power-Up. Ja, es ist leider kein Power-Up, was ich gesucht habe. Aber das Level sieht soweit cool aus. Da ist mein Power-Up. Da unten ist mein Power-Up. Yes. Okay, es sind schon wieder Millionen Wege. Da ist eine Tür, da ist... Was ist hier eigentlich? Achso, das ist wahrscheinlich nur ein Leben. Da müssen wir wohl den On-Off... Ah, ich wollte gerade sagen, wir müssen den On-Off finden. Wir haben ihn gefunden. Und jetzt fahren die nämlich hier hoch. Das ist cool. Das ist wie so ein Sessellift. Wie bei Yoshis Dings. Yoshis Island. Der Sprung sieht kritisch aus. Okay, war es aber nicht. Okay, so weit, so gut. Nein! Gib mir einen neuen Pilz, gib mir einen neuen Pilz. Yeah. Nein, das ist kein neuer Pilz. Wobei jetzt gerade ist es für die Sprünge fast gut, dass wir klein geworden sind. Oh Gott, zerquetsch mich nicht. Ich habe ganz, ganz dummes Gefühl, Leute. Ich habe ein ganz dummes Gefühl. Ich sehe mich hier schon zerquetscht gleich an der Wand. Okay. Hier geht's nicht rüber, das heißt, ich muss hier mit den Dingern runter, oder was? Okay. War ungefährlich. Der da oben ist gefährlich. Aber oh, die sind alle gefährlich. Ich muss direkt weiter. Oi. Das wird kritisch. Okay. Geschafft. Den löse ich von hier aus. Okay, kein Pilz. Das ist ein sehr angenehmes Muster. Checkpoint. Erstmal fliegt der Pilz, okay. Aber kein Checkpoint. Ja, ich habe mir schon gedacht, irgendwas Unschönes kommt da raus. Aber das Level ist super cool. Das Level ist richtig schön gebaut. Wir haben richtig schöne Level heute. Bis auf das eine gerade, ne, das mit dem, wo so viel Auto dabei war. Das war ein bisschen komisch, aber wir haben ansonsten haben wir eigentlich echt richtig schöne Level heute. Was kommt da raus? Normales Zeug kommt da raus. Okay, egal. Einfach hoch. Was kommt da raus? Oh nein, den brauche ich, ne? Okay, das war's auch schon. Gut. Checkpoint! Oh mein Gott, Checkpoint. Ziel! Ziel! Mit 3 Leben! Let's go! Alter! Alter! Neuer Rekord. 9 Leben. 9 Level. Und noch 9 Leben. Uff.
Okay. Das Problem in dieser Stage ist, wir kriegen keine Checkpoint. Oh nein, was? Wir kriegen keinen Checkpoint, weil es ist eine Zielbedingung. Dabei. Ich wette, ich habe jetzt schon ganz viele Münzen verpasst. Hier kann ich hoch. Okay. Ich wette, ich habe am Anfang eine verpasst. Da hätte man noch weitergekommen, bevor man in die Röhren rein ist. Aber das wusste ich nicht. Okay, da ist eine. Aber wie komme ich hin? Wie komme ich denn an die ran? Ich sehe halt nichts. Ist da Boden? Ach Gott. Weiß ich doch nicht. Oioi. Oh nein. Ich muss nur gucken, welche Flügel haben. Die Flügel haben, fliegen plötzlich hoch. Da ist eine. Okay. Am Ende fehlt uns genau eine, nämlich die vom Anfang. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon kommen. Er hätte da weitergekonnt. Ach, Mist, ey. Heißt es alle oder mindestens? Alle. Scheiße. Er hat 100 pro am Anfang eine hingesetzt. Gehe hier einfach durch. So viel dazu. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Ich hasse euch. Das wird hier langsam kritisch. Okay, weg, 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 weg. Das war kritisch gerade, ne? Die sorgen für ein bisschen Licht, das ist ganz schön. Okay, hier kann ich hoffentlich rein. Ich sag's nochmal, das Problem ist... Ja. Wir haben zwei verpasst. Und ich kann nicht zurück. Die waren 100 pro am Anfang. Oh, ich will hier nicht nochmal durch. Aber ich bin noch nicht gestorben, also meine Regel gilt eigentlich noch nicht. Und ich bin nicht gesoftlocked, ich könnte zurück. Das schaffe ich in der Zeit halt unmöglich noch. Ach, so ein Mist. Ich müsste ja in der Zeit hin und wieder zurück. Ja, das ist komplett utopisch. So ein Käse, ey. Ah, da ist die... Da ist die Fliegende gewesen.
Ist hier oben schon eine am Anfang vielleicht? Ja. Da oben ist schon eine. Ah. Okay, aber das ist eine und es haben zwei gefehlt. Wo ist die zweite, die mir gefehlt hat? Weil dann haben wir noch eine verpasst, ne? Entweder noch eine versteckte Röhre. Oder in dem Unterwasserabschnitt haben wir, glaube ich, nur eine gefunden vorhin. Da gibt es da noch eine zweite. Ne, hier war hier schon Schluss. Im zweiten Unterwasserabschnitt hatte ich eigentlich auch nicht noch eine gesehen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, die hatten wir. Ich könnte hier mal so nach hier drüben gehen. Da ist nichts. Jetzt wird's interessant. Die hier kennen wir schon. Jetzt brauche ich noch zwei. Kann ich hier rüber? Das traue ich mir. Das wäre dumm, aber... Nee, das traue ich mich nicht. Also die nach oben gibt es jetzt noch. Hier in diesen Gang nach oben. Quatsch. Nach oben war das Leben. Hier runter, die gibt's noch. Und dann, naja, vielleicht beim Ziel noch eine oder so. Jetzt muss ich hier erstmal wieder safe durchkommen. Ohne den Pilz auszulösen. Gibt's hier irgendwo noch einen alten... Da oben ist noch was. Ach nee, da fährt das Leben hin und her. Das ist das Leben, was da hin und her fährt. Aber warte, die Röhre ist grün. Kann ich da... Nein, da kann ich nicht rein. Kann ich in die Röhre... Okay, irgendeine Röhre muss das sein, in die ich noch rein kann. Nice. Okay. Wir gehen mit 11 Leben aus dem Level raus. Ich muss eine Fortsetzung machen. Der Part wird viel zu lang. Nice. Wir gehen mit... Wie lange nehmen wir schon auf? Ja, eine Stunde. Ist klar. Ja, lol, auch noch den mitgenommen. Okay. Und das, obwohl ich nicht mal wusste, wo die Münzen sind. Lol. Yo. Mach mal ein Level noch und dann hören wir auf. Folge dem Pfeil. Okay. Also ein Pfeil ist hier. Ah. Okay. Ah. Was soll das jetzt hier? Woher hätte ich das denn jetzt wissen sollen? Also gesagt hat es ja oben, unten, unten, aber dass ich den nicht drücken soll, hat es nicht gesagt, oder? Oder verstehe ich irgendwas nicht?
Es sagt ja nur oben, unten, unten. Dass ich den nicht drücken soll, hat kein Mensch gesagt. Wo soll ich das denn wissen? Na gut, das ist... Dann der hier. Lull. Okay. Also das mit dem On-Off war ein bisschen... Weiß ich nicht. Das war ja komplett unnötig. Woher hätte ich das wissen sollen? Nee, also... Das wäre cool gewesen. Aber das mit dem On-Off fand ich komisch. Das hat mir jetzt ein Leben gekostet. Und Leben sind hier sehr wertvoll. Oh nein, was? Also einmal dagegen springen dürfte ja nichts ausmachen. Weil wenn ich hier dagegen springe, ich weiß schon, was passiert. Der geht nach unten. Oh, no. Okay. Der geht nicht nach unten. Wir heben uns das Level mal auf. Das will ich gerne spielen. Aber ich möchte kein Troll in meinem Rekord gerade haben. Aber das Trolley-Level spielen wir noch. Das könnte lustig sein. Das ist ein Multiplayer-Level. Die Frage ist jetzt, ist es überhaupt schwierig, wenn man keine Gegner hat? Also, oh was? Das geht? Sick. Nice. Oh nein. Wahrscheinlich sterbe ich an der Zeit oder so. Für Multiplayer ist es aber cool. Man sieht nur leider nicht, wie weit die anderen sind. Aber gut. Oh Gott, ich sterbe an der Zeit. Nein, ja. Nein! Okay, gerettet. Oben kriege ich manchmal noch nicht so gut. Okay. Nice. Nein. Okay. Nein. Oh Gott, wie man... Oh, nein! Mm.
Oh, der Sprung ist echt fies, ne? Nein! Nein! Jetzt rüber. Oh, komm schon. Und ich kann ja nicht mal skippen. Ich bin ja noch nicht gestorben und ich bin auch nicht gesoftlockt. Oh, das macht mich gerade aggressiver als alles andere. Boah. Nein. Alter. Nein. Nein, nein. Nein, warum laufe ich denn da runter? Oh, ist das fies. Das gibt's doch. Oh mein Gott. Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am. Boah. Sein. Wir sterben an der Zeit. Noch ein Shot. Nein, 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 landet doch wenigstens da drauf. Oh mein Gott. Nein! Ich habe keine Zeit, hier Blödsinn zu machen. Das könnte der letzte Versuch sein, den ich hier habe an dem Ring, ne? Nein! Es ist nicht der letzte. Nein! Das war der letzte Versuch. Nein! Das war's! Das war's! Wir haben 500 Sekunden in dieser Scheiße verbracht. Das darf nicht wahr sein, ne?
Nein! Was? Was war das denn? Was? Was ist denn für ein Speedrun, wenn man eine Ranke... Oh mein Gott. What? Wie geht das denn? Okay. So. Diesmal strugglen wir hier nicht zu lange rum. So. Okay, also jetzt ganz schnell durch den P-Switch-Teil durch. Boah, das ist echt knapp, ne? Aua. Was zur Hölle passiert hier? Das Ziel passiert hier. Na, immerhin haben wir 3 Leben aus der Stage wieder mitgenommen. Insofern war es okay, das, was sie gespielt haben. Alter. manche... Nee, das... kriegt das... Naja, wobei, es war ganz lustig. Es war ganz lustig. Gib's ja zu. Aber Alter, wir sind unter 10.000. Let's go. Okay, da ist direkt das Ziel. Will ich das? Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht nach was Gutem aus. Wo ist der Trick? Nee, das skippen wir, oder? Man kann wahrscheinlich relativ schnell... Aber das skippen wir. Das ist ja komplett dumm. Irgendwo ist ein Trick, aber... Nee. Was ein Quatsch. Yo, what up? Nein, ich...
wollte das eine haben und jetzt habe ich gar nicht. Oh Gott, was? Achso, ich kann das ja mitnehmen. Oh boy. What? Ich war zu langsam? Okay. So. Das ist ja auch interessant. Das war nicht, was ich wollte. Aber sehr interessant. Boah, da muss man ja richtig fix runter. Jetzt die Frage, skip. Und hoffen, dass die letzten vier Leben was Besseres kommt. Oder weiterspielen. Das sieht doch schon besser aus. Nein, ich muss... Oh Gott, da war eine Tüte. Wait, what? Und jetzt? Checkpoint. Oh, ich bin zu bald los. Ich bin zu bald los. Oh, ist das dumm. Hä? Ja, ist super. Das kann ich riechen. Jo, was zum... Das ist fair. Oh, jetzt wird das Level aber richtig. Zwei Leben. Ich skip raus. Das ist nicht mehr hier. Das ist nicht mehr schön. Wir gucken einfach mal zwei Leben, was noch so kommt. Wahrscheinlich ein Speedrun. Bowser's Big Bash. Oh je, das klingt auch nicht angenehm. Mal gucken. Aber wir starten. Wir starten schon mal mit einem Dings. Okay, ich muss 4 Challenges schaffen wahrscheinlich. Die mich alle wieder an den Anfang. Ach so, das hier sind die Challenges. Gecheckt. Ja, das ist ja easy. Dauert halt 3 Jahre, bis der da durch ist jetzt. Oh, jetzt macht er das unten auch nochmal. Oh no. Aber gleich haben wir's. Boah, das hat lang gedauert. Und das muss ich jetzt mit jeder... Oh je, okay. Mit jedem von den Räumen machen. Ah ja. Das wird ja super angenehm. Da drüben ist sie. Nice. Und es gibt keinen Checkpoint zwischendrin.
Eieieiei. So, was haben wir hier? Mal was Größeres. Ein normaler Boom-Boom auf Fließband. Der fliegen kann, habe ich gerade festgestellt. Okay. Yes! Oh, Junge. Der war kritisch. Aber jetzt gehen wir klein in die letzte Challenge rein. Das ist nicht so gut. Jetzt müssen wir klein in die letzte Challenge. Die dritte Challenge würde uns eine Blume geben. Mit der könnten wir zu Boom Boom. Oh, weil. Da kommen Ameisen. Nee, das sind die Dinger. Okay, das kriegen wir hin. Das ist nicht so schlimm. Runter mit dir. Ach, ich muss nur an den Schlüssel ran. Ich musste an den Schlüssel, ich musste die gar nicht besiegen. Ja, nice. Let's go. Und Endkampf, na klar. Aber ein Endkampf, den dann jemand spielen kann, weil man Blumen bekommt. Das ist jetzt nicht so gut, ich muss da durch. Buttmashing! Gott, das ist so doof. Ah, oh, nice. Eine Stage mehr. 4 Leben. Mit 4 Leben in die nächste Stage. Das war ganz cool. Schöne Challenges, ne? Hat man gefühlt. Let's go. Okay. Hä? Sollen wir das irgendwas sagen hier? Hier muss doch irgendwo ein versteckter Block sein. Die Uhren sagen mir auch nichts, ne? Nee. Alter! Das muss aber ein Hinweis... Ah, ich verstehe. Aber wie soll ich das denn in der Dunkelheit finden? Vor allem, ich sammle gerade die Münzen ein, ne? Also das sind 2 Münzen gewesen und dann kommt ein Donut. Also nur da, wo Donuts sind in der Nähe, könnte auch der Schlüssel sein. 2 Münzen und ein Donut. Hier zum Beispiel. Nee, da nicht.
Gott, ist das dämlich. Außerdem unten drunter sind fast nur Donuts. Ja, ist eine komplette Reihe Donuts. Und oben ist genau ein Donut. Und zwar an der dritten Stelle. Also da, wo ganz viele Donuts sind. Also hier nirgends, hier auch nicht, hier auch nicht. Irgendwo müssen vier Donuts untereinander sein. Da. Und da jetzt. Hier. Da, wo die Münze, wo ich die Münze gerade weggemacht habe. Genau. Uiuiui. Rote Pilze, orange und dann grün. Ich brauche die zwei roten. Hier. Irgendwo hier. Genau. Was? Nochmal so ein Ding. Also es gibt ja ganz viele Donuts unten. Hä, das ist doch das gleiche. Dann sind da zwei Münzen und ein Donut. Ja, das ist doch das gleiche. Hä? Hier ist jetzt ja gar kein Bild. Ist da noch ein Schlüssel versteckt? Muss ich zurück jetzt? Oder ist noch ein zweiter Schlüssel oder was? Ich check's nicht. Ich check's nicht. Soll ich zurück und dann ist da noch ein zweiter Schlüssel oder was? Soll es heißen, da am Rand oder so ist noch ein Schlüssel oder keine Ahnung. Ja, hä? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das habe ich, ich check das nicht, keine Ahnung. Das werde ich auch beim nächsten Mal nicht checken. War mir zu hoch das Rätsel, sorry. Pac-Man. Oh Gott. Wes? Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich meine, die Idee... Yo, yo, yo. Yo, das ist halt echt wie Pac-Man, ne? Die funktionieren ganz gut, die Geister. Protoballs sind es. Aber die Dinger machen jetzt keine... Doch, das sind Sterne! Sick. Das Gute ist aber, wenn ich die jetzt einmal erledigt habe, die kommen ja nicht wieder, wie beim echten Pac-Man. Aber das sind doch bei weitem jetzt nicht alle. Oh shit, es kommen doch wieder welche raus. Oh, die Idee ist cool. Nein! Aber das ist mir zu viel. Wir machen jetzt letztes Leben alles oder nichts. Das machen wir nicht in der Stage. Nicht in der Stage, wirklich nicht.
Garantiert nicht in der Stage. Nein. Oh, was ein Ende. 1,5 Stunden, ne? Oder irgendwie sowas. Boah. So gut werde ich nie wieder sein. Und es werde ich auch nicht mehr nie wieder so weit spielen. Das war jetzt gerade schon. Ach, ich habe den Plattformrock dafür bekommen. Ja, guck mal. Das war jetzt gerade schon kritisch. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich bin raus und tschüss.